Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Wir werden heute wieder eine Challenge machen. Und zwar eine Squishy Challenge. Genau, und zwar erraten wir das Squishy Toy. Das haben wir schon mal gemacht. Allerdings waren das Kahn und ich heute. Genau, Kathi mache ich auch mal mit. Mit verbundenen Augen bekommen wir ein Squishy Toy, so ein Slow Rising Tierchen oder was auch immer in die Hand und müssen dann erraten, was es ist. Willst du anfangen oder soll ich dir jetzt erstes Mal eins raussuchen? Ja, ich mach mal Augen zu dann, ne? Wie viel muss jeder erraten oder wie machen wir das? Wie kann man gewinnen? Ich würde sagen, jeder macht drei. Okay. Schätze ich jetzt mal so. Und bei einem Falschen könnten wir uns auch noch gegenseitig bestrafen, sagen wir mal. Okay. So. Wir haben auch ein paar neue. Mal sehen, ob ich hier was Cooles rauskriege. Ich nehme mal den hier. Ah, ich habe schon eine Ahnung, was das ist. Das ist ein Zahn. Mann, das war zu einfach! Okay, ich bin jetzt nächstes. Vielleicht machen wir auch fünf. Mal sehen. Wir haben ja genug davon, von den Teilen. Ich darf jetzt aber gucken, ne? Ja, ich darf nicht gucken. Also du darfst auch möglichst nicht reingucken, sonst hast du ja auch einen Vorteil. Deswegen zeig das Ganze einmal hier. Musst du durch den Donut greifen. Mal gucken, ob du darauf kommst. Hä? Ich hätte erst gesagt eine Banane, aber hier oben ist noch was dran. Hier ist irgendwie so ein Horn oder so? Vielleicht. Bisschen komische Form. Es riecht auf jeden Fall mega doll so nach Erdbeere oder so. Es ist keine Erdbeere. Nee, von der Form passt es nicht. Ich würde sagen, es ist eins von diesen neuen, was wir haben. Das hier ist, glaube ich, der Mond. Mhm. Wie so eine Mondsichel. Ja. Und hier oben sitzt dann so ein schlafendes Einhorn oder so drauf, sage ich. Ja, perfekt. Also ich glaube, das steht nicht, das Einhorn, aber... Ja, da ist es. Achso, das ist das Ohr. Ich dachte, das sei ein Horn. Aber egal, ist auf jeden Fall richtig. Hast du das andere eigentlich wieder reingehauen? Nee, habe ich hingekriegt. Das sortieren wir mal lieber aus, genau, bevor es wieder da reinkommt. Jetzt bist du wieder. Also mache ich wieder die Augen zu. Ja. Ich bin schon gespannt. Und was nehmen wir denn mal? Ja, wir nehmen das hier. Ich zeig's nochmal für euch, was es ist. Es hat eine ganz glatte Seite. Ja. Aber da ist auch keine Struktur oder so. Also es ist wirklich ganz komplett glatt. Und auf der anderen Seite ist es so. Es ist so ein Halbkreis, aber da ist irgendwie hier noch sowas dran. Wie so ein Zipfel. Ach, ist das auch eins von den neuen? Das war doch, glaube ich, so eine Zitrone oder Grapefruit oder so. Ganz gucken. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht genau, ist es eine Zitrone oder ist es eine Grapefruit? Weil von innen ist es wie eine Zitrone auf. Ich würde sagen, dass es eine Zitrone ist, aber die ist eigentlich gelb. Ziemlich groß auch, halt, finde ich, für eine Zitrone. Vielleicht ist es eine... Ein bisschen Pomelo. Fantasievoll dargestellt. Aber ich finde, dass das hier schon irgendwie, dass man das ein bisschen erraten kann, so die Struktur. Also da ja, sind so leichte Wölbungen drin. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Riecht aber nicht nach Zitrone, riecht wie alles andere eigentlich irgendwie so nach Vanille, finde ich. Man erriecht es. Wie eine Süßigkeit irgendwie. Ja, man erriecht es nicht. Man, aber das ist richtig schön groß, das kann man schön so zusammen knauschen. Ich bin als nächstes. Okay. Mal schauen, was wir hier noch Gutes finden. Oh, jetzt habe ich was. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen und ich hoffe, du kannst es erfüllen. Ich dachte als allererstes an dieses Wassermelonenstück, aber das passt von der Form nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist dieses so ein Tortenstück und hier oben sind noch so Schoko, so Streusel drauf, weil die sind so ganz hart. Oh, jetzt ist mir auch was abgefallen. Kann man aber nicht essen. Nee. Riecht auch nicht nach Torte. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Torte. Achso, ja. Und das ist dann eher wirklich so Streusel oder so, ne? Ja. Oder so. Sieht fast aus wie echte Streusel, aber ich würde sie nicht essen. Ich glaube, die sind aus Plastik. Ja, oder Holz oder so. Also nicht essen, diese Squishy-Dinger. So, das kommt auch dann weg. Dann sind wir schon beim dritten, ne? Ja. Wir können ja sonst auch fünf machen. Die sind ja noch ein paar. Ja, genau. Wir haben ja noch... Ja, Zeit noch. Wir haben ja noch Zeit. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Ich nehme mal das hier.
Es ist was ganz Gleichmäßiges, Rundes. Ist das überhaupt ein Squishy-Teil? Kann man das überhaupt? Ja, aber oh, es lässt sich nicht so gut quetschen wie die anderen. Es ist relativ hart. Relativ hart. Ist auf jeden Fall hier so ganz glatt und an den Rändern fühlt man sowas. Vielleicht so ein bisschen wie so ein etwas flacherer Burger oder so, aber irgendwie fühlt sich das hier so gummimäßig auch an. So eine Kante. Aber daneben dann auch so ein bisschen rau. Hm. An dem Geruch kann man es nicht erkennen. Nee. Die riechen alle gleich eigentlich, also ziemlich gleich, finde ich. Ein Burger ist es, glaube ich, nicht. Dafür ist es so zu flach. Ist das so ein Makaron? Guck doch ruhig. Oh ja, cool. Ja, man hat hier so richtig diese Schicht dazwischen. Das ist wie so eine Milchcreme oder so. Die fühlt man so, als ob da so, ja, so Klebstoff oder so rauskommt. Das ist echt relativ hart, ziemlich, ne? Hart, ne? Kann man nicht, ja, so, das hier, für das man es richtig weit. Ja, das kann man richtig zerknautschen. Und das hier ist eher wie so ein Schwamm oder so. Also so ein fester Schwamm. So, jetzt kommen wir schon zum letzten. Nee, wir haben ja gesagt, wir machen vielleicht noch mehr. Ja, ich zieh dir noch eins raus. Hä? Also hier unten ist es auf jeden Fall ganz glatt. Das hier ist wie, das fühlt sich an wie so ein Gehirn oder so. Aber ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das gleiche hatte ich schon, als ich das mit Kahn gespielt habe. Ja? Was ist es? Oh, ich bin mir nicht sicher. Es könnten zwei Dinge sein, glaube ich. Entweder es ist so ein Becher mit so einer Sahnehaube, so wie so ein Kakao oder so ein Milchshake oder so. Aber dann passt das hier oben nicht. Das ist, glaube ich, zu knubbelig. Ich sag, es ist Popcorn. Ja, richtig. Oh, wir sind totale Experten. Wir haben schon alles richtig gemacht bisher. Weil wir die Sachen teilweise schon auf dem Kanal vorgestellt haben. Nicht alle, wir haben ja auch neue, aber ja, das genau. Ist auf jeden Fall mal auf dem Kanal gewesen. Aber den kann man auch so richtig schön zerknauschen. So. Okay, dann Augen zu. Panda-Maske auf. Was haben wir denn hier noch? Tja, ich nehme mal das hier. Ich weiß schon, was es ist. Du weißt schon, was es ist. Ja. Oh, das ist so einfach. Ich habe schon direkt erfüllt. Es ist die Milchpackung. Ja, ja. Das liegt oben an dieser. Das ist genau. Ich habe erst so gedacht, was ist das? Aber dann, als ich das hier oben gefühlt habe, dann kam mir so direkt die Form so bekannt vor. Zu einfach. Es ist zu einfach. Eine Kawaii-Milchpackung. Okay, du bist wieder dran. So, einmal was rausholen hier aus unserem. Oh. Ich hoffe, das hattest du noch nicht mit Kahn zusammen. Also auf jeden Fall irgendwie so ein Becher. Es ist etwas Ungewöhnliches. Aber hier an der Seite ist noch was. Ach so. Ich glaube, ich weiß schon fast, was es ist. Wenn man das ja so halten kann. Das ist wirklich wie so ein Griff oder so. Da oben ist irgendein Tier mit spitzen Ohren. Glaube ich. Also es ist eigentlich eine Kombination, die man nicht so häufig zusammen sieht. Ich glaube, es ist die Katzentasse. Ja. Das ist Kahns Lieblings-Squishy-Toy, das hat wirklich? Er nämlich auch erraten, ja. Achso, weil er Katzen liebt, ne? Genau, weil er das so total witzig fand, dass die Katze in der Tasse saß. Ja. So. Sehr cool. Jetzt hat jeder vier? Jetzt hat jeder vier, jetzt jeder noch eins. Wenn wir die auch noch beide richtig machen, haben wir beide gewonnen. Das ist ja voll langweilig, dann kriegt ja niemand irgendeine Bestrafung oder irgendwie was. Müssen wir beide zur Strafe eine eklige Bohne essen? Nein, eigentlich müssen wir eine Belohnung bekommen dann. Ich nehme jetzt mal das hier. Hä, was ist das? Das ist ziemlich klein. Vielleicht muss es nochmal. Wir zeigen es gleich nochmal in die Kamera. Sonst könnt ihr das gar nicht sehen. Oh, lässt sich aussehen. Aber es ist ein bisschen anders. Diese Squishies, die sind ja immer so, als ob da so Schaumstoff in der Mitte wäre. Und dieses ist, als ob da so eine Knetmasse dazwischen wäre. So gelartig? Ja. Oh, wie das riecht! Stinkt?
Es stinkt total. Und nicht so duftig wie die anderen, also nach Erdbeere oder so, sondern nach, weiß ich nicht, nach Benzin oder so. Nach Benzin. Boah. Also ich knete und knete und verrate gar du musst, nicht. Genau, die Form muss ja gleich bleiben, weil wenn du sie das zerdrückst, dann weißt du ja nicht mehr, was es ist. Also man könnte denken, es ist ein kleines Kuchenstück, aber ich habe mich jetzt erinnert, da war auch ein kleines Käsestück dabei. Ich glaube, das ist es. Das ist der stinkende Camembert ist das. Und das ist eigentlich so das Coolste, was wir haben, weil das so richtig realistisch sieht aussieht. Ne? Ja. Und dann kannst du so draufdrücken und dann kommt da wirklich diese, der Käse raus, diese Füllung raus. Und man hat ja auch dieses Weiße, diese pelzige Schimmelschicht. Boah. Oh, das riecht richtig nach, das riecht richtig komisch. Nach Sekundenkleber, ja, oder genau. So. Isst du gerne Camembert? Geht so. Manchmal. Ich habe manchmal so Phasen, aber eigentlich ich mag, was ich gerne mache, ist das Innere einfach zu essen und das Äußere nicht. Ich esse gerne Backcamembert. Ja, genau. Sowas mag ich auch. Oder die dann so eine Panade drum ja, haben. Ja, genau. So ein Backcamembert ist es. Ja. So, jetzt bin ich dran, ne? Ja. Der letzte. Wenn du jetzt auch noch richtig errätst, dann haben wir beide gewonnen. So, ich rühre noch mal durch und habe ein... Ah, das ist... Ich sag noch nichts. Am besten noch nichts sagen. Noch keine Hinweise. Das ist ja mega schwer. Warte mal. Ich dachte ganz kurz an so einen Panda-Burger oder so, weil hier irgendwie Ohren sind. Aber dafür ist der zu flach. Weil der Panda-Burger ist bestimmt so hoch. Das ist echt mega. Der Panda-Burger sieht so aus. Den habe ich ja auch. Also irgendwie so Ohren und von unten flach. Also irgendein Tier, aber das sind eher so Schlappohren und nicht so spitze Ohren wie bei einer Katze oder so. Und so ein flaches Gesicht. Also nicht so. Hier aber ein Gesicht ist es, ne? Klar, hier ist glaube ich die Nase. Hier so die Augen. Hier so ganz platt. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, das ist dieser Mops oder so eine französische Bulldogge, so ganz platt das Gesicht. Ja. Aber ist es das? Ja. Ja, da könnt ihr es nochmal sehen, die Schlappohren und dann diese ganz flache Schnauze. Ja, super cool. Ich glaube, also, es ist ein Mops. Der ist auch neu, ne? Ja. Der ist neu, das Käsestück ist neu, die Zitronengrapefruit ist neu, das Einhorn ist neu. Was hatten wir noch Neues? Ach hier, der... Macaron. Ja. Ja. Das war's zur Squishy Toy Challenge. Ich glaube, wir kennen uns einfach zu gut mit diesen Teilen aus. Manche wir haben beide ja schon, gewonnen. Yeah. Genau, manche haben wir ja schon vorgestellt. Letztes Mal war es auch irgendwie, dass Kahn, glaube ich, einfach so eine gegessen hat, aber er hätte es nicht essen müssen. Ne, er hatte eine Sache, glaube ich, nicht so ganz richtig. Das war, glaube ich, der Katzenburger und das war der Panda-Burger oder so. Vollkommen egal. Wir kennen uns gut damit aus. Probiert das gerne mal zu Hause selber aus, wenn ihr solche Teile habt. Man kann das natürlich auch mit allen möglichen anderen Gegenständen spielen. Genau. Am besten keine Gegenstände, mit denen man sich verletzen kann, aber ansonsten kann man einfach mal Sachen erfüllen, Kuscheltiere erfüllen oder so. Das geht auch. Ja. Macht auch Spaß. Boah, mein Favorit ist im Moment dieser Käse hier. Der sieht auch richtig cool aus. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich und schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr noch richtig coole andere Challenge-Ideen habt, dann können wir die ja vielleicht in Videos umsetzen. Und vielleicht habt ihr auch Lust reinzuschreiben, welcher euer Lieblings-Squishy ist von denen, die wir heute gezeigt haben. Wer hat es denn besser gemacht? Habe ich es besser gemacht oder Kathi? Wer ist schneller auf die Sachen gekommen? Könnt ihr auch mal abstimmen sonst. Ich würde sagen, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.